Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mal so ein bisschen ein Hey ho, was geht denn so? Schminki machen? Ich quatsche, ich schminke mich. Ich verlinke euch alle Produkte in der Infobox und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Genau, also es sind ein paar neue Produkte, die ich hier verwende, eigentlich sind das fast alles Produkte, die ich noch nie verwendet habe. Okay, ja, genau, also ich habe jetzt hier zuallererst den Benefit The Professional Smooth Sip Lightweight Smoothing Moisturizer for Pores. Aufregend. Versuche ich jetzt wirklich mal auf dem ganzen Gesicht zu verwenden und bin gespannt, ob das funktioniert oder nicht. Sieht aber soweit so gut schon mal aus. Ne? Es kann was werden mit uns beiden. Genau, ja, ich habe mir gedacht, ich habe schon länger, ich mache Vlogs, ne? Aber trotzdem habe ich nicht mich so entspannt vor der Kamera einfach mal gemeldet, um mit euch zu quatschen. Ich habe jetzt kein explizites Q&A gemacht oder so. Ich habe mir gedacht, komm, ich setze mich jetzt heute einfach mal hier hin und während ich mich schminke und ein paar neue Produkte hier ausprobiere, kann ich ja auch ein bisschen quatschen und lade euch das dann einfach mal hoch, relativ ungeschnitten und guck einfach mal, was so daraus wird, mal gucken. Ja, was geht denn so? Die Adventskalenderzeit ist im Anmarsch, beziehungsweise sie ist im Prinzip schon da. Ich habe mich wirklich erschrocken, wie schnell es dieses Jahr losging. Als ich schon die ersten Anfragen bekommen habe für Ende August, habe ich mir gedacht, hui, das ist aber echt früh. Und habe dann gar nicht mitbekommen, wie dann schon manche Adventskalender in Drogerien und so weiter gekommen sind. Also die müssen jetzt teilweise sogar schon hochgeladen worden sein, weil ich die auch bestellt habe. Ich drehe das Video jetzt am 15. August und wird jedes Jahr eher. Aber ich glaube, dass es tatsächlich auch daran liegt, dass die Firmen sich absichern wollen. Ne? Und ja, weil das letztes Jahr, glaube ich, recht schwierig gewesen ist. Ihr bekommt auf jeden Fall jetzt aktuell ab heute für eine Woche wieder 20% Rabatt bei Dalton mit Beauty Claudi. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Da gibt es auch bis Ende August noch meine Claudi X Dalton Bag. Yay, ich freue mich total. Ich verwende dann jetzt von L'Oreal die Perfect Match. Ich glaube, das ist eine neue Formulierung. Ne? Genau, neue hauttonanpassende Technologie. Aber jetzt habe ich von dem Dings Primer, gerade ganz schmierige Hände. Ah, das geht. So, ich habe die Farbe 1N übrigens. Ja, es ist heute etwas chaotisch und so ist tatsächlich auch gerade mein Leben alles etwas chaotisch, ne? Weil, wie gesagt, das mit den Adventskalendern, das habe ich irgendwie nicht so wirklich mitbekommen, dass es schon losging und keine Ahnung, irgendwie, weiß ich auch nicht, ist alles ein bisschen chaotisch bei mir. Ja, wo soll ich anfangen? Claudi, heul nicht rum. Auf jeden Fall ist es so, dass hier dieses Jahr super viele Adventskalender an den Start kommen. Und ich habe mir da jetzt auch Hilfe geholt. Also da habe ich eine, die meine Videos auch schneidet, jedenfalls ein Teil meiner Videos. Die kann nicht alles machen, weil die auch ganz normal arbeiten geht. Und genau, ich habe mir aber gedacht, so ein bisschen Hilfe wäre nicht verkehrt. Und als ich da auf dem Event war mit Rossmann, Rivalasmi und vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen, hat mir eine Kollegin eben die Cutterin empfohlen. Ja, und dann haben wir gequatscht und ja. Das ist total cool, denn so habe ich halt einfach Kapazitäten frei, dass ich mich einfach mehr um viele andere Dinge kümmern kann und wie das halt so bei mir ist, ob ich die dann tatsächlich in Freizeit investiere oder ob ich das dann in neue Projekte investiere, sehen wir dann. Was eine geile Foundation tatsächlich, ne? Auf jeden Fall bin ich da sehr, 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 sehr dankbar für und ja. Es startet jetzt. Also ihr habt tatsächlich auch schon das ein oder andere Video gesehen, was sie geschnitten hat. Und das bereitet mir einfach sehr viel Freude. Und das ist auch eine ganz, ganz Liebe. Das ist auf jeden Fall ein großer Punkt, der sich jetzt einfach so bei mir geändert hat. Ja, Julius wird halt immer größer und wächst und ist einfach das tollste Baby von der Welt. Er hat natürlich auch so seine Phasen, wo ich kurz vorm Verzweifeln bin und an allem zweifle, ob ich eine gute Mutter bin, ob das alles gut war und keine Ahnung, ne? Das ist alles so normal, aber trotzdem zieht es einen dann vielleicht doch mal ein bisschen mehr runter. Und ja, jetzt gerade hatte der auch eine ganz verrückte Phase, wo der nicht so viel Bock zu schlafen hatte. Und ja, er hat nämlich nicht nur zwei Zähnchen oben bekommen gleichzeitig, wie ich das, glaube ich, im Vlog gesagt habe,
Und auch nicht vier, wie wir zwischenzeitlich dachten, sondern sechs. Und das war dann natürlich ein bisschen heftig, ne? Also für so einen kleinen Menschen ist es dann alles ein bisschen viel. Das hier ist jetzt der Concealer von Uncorrupted Beauty. Der ist wirklich, wirklich gut. Oh, Ditch, egal. Ja. Und deswegen bin ich halt immer sehr, sehr froh, wenn ich einfach so alles unter einen Hut bekomme. Und dann, ja, zeige ich mich halt auch weniger bei Instagram oder so. Ich mache das immer noch, dass ich meine wöchentlichen Vlogs habe, wo ich euch dann auch durch mein Leben mitnehme und euch auch ein bisschen was zeige. Zum Beispiel auch die kommende Woche werde ich sehr wahrscheinlich vloggen. Da ist auch einiges geplant mit meinen Freundinnen und überhaupt. Also da geht einiges. Und ja, da wollte ich euch dann auch wieder mitnehmen. Ich habe mir auch gedacht, so eine Woche pro Monat vloggen macht durchaus Sinn, auch wenn das super viel Aufwand ist, auch beim Schnitt und so weiter. Also ich schneide locker einen Tag an einem Vlog, ne? Aber es macht mir einfach irre Spaß. Ich finde das Endresultat immer so cool. Und ja, ihr nehmt es auch immer total super an und habt da auch euren Spaß dran. Und ich gucke jetzt auch ständig auf mein Handy. Da kommen wir nachher auch noch zu. Denn nicht nur mein Google-Konto wurde gehackt, sondern ich habe diverse Hackversuche auf diverse Portale erfahren, was aber tatsächlich mit was anderem zusammengehangen hat. Es ist einfach wild, was so abgeht, ne? Also ihr merkt es ja auch anhand der Art und Weise, wie ich euch das erzähle, dass einfach so viel chaotisch gerade läuft, was ich einfach so unangenehm finde. Oh, ich bin ja so ein strukturierter Mensch. Ich habe gerne einfach ein bisschen so meine Formen von allem, ne? Das hier ist die Essence Eyeshadow Base aus meinem Project Pen, die ist wirklich toll. Ja, und dann bringt es mich echt immer wieder so aus der Bahn, wenn dann irgendwelche Dinge unvorhergesehen passieren. Aber das ist das Leben, ne? Das passiert. Egal, ob das jetzt bedeutet im Zusammenhang als Mutter sein oder als Mensch sein allgemein. Und ja, verrückt einfach alles. Nun, Katharin habe ich erzählt. Adventskalender, wie gesagt, das ist alles ein bisschen früh, aber okay, ja, kriegen wir hin. Das ist ein neues Produkt von dem Asam Velvet Lip and Cheek Tint in der Farbe Terracotta habe ich hier. Und ich versuche halt einfach alles irgendwie so ein bisschen in geregelten Bahnen für mich zu behalten. Aber es gelingt einem halt nicht immer, ne? Also manchmal sitzt man dann auch da und denkt sich, alter Schwede, was war das für ein Tag oder so, ne? Und wie gesagt, wenn Julius dann halt auch so seine Zeiten hat, wo er einfach vollkommen außer sich ist, ne? Nicht schlafen will und den ganzen Tag vielleicht auch quengelig ist und man selber einfach zu nichts kommt und dann sich so fühlt, als wäre man irgendwie, das hört sich so blöd an, aber irgendwie so ein Gefangener in Anführungsstrichen. Ich weiß nicht, wie ich das nett umschreiben soll. Also man ist im Prinzip immer am Rödeln, am Machen, am Tun, hat nicht irgendwie mal eine Minute Zeit, um in Ruhe auf Klo zu sitzen oder so. Das ist dann einfach ein bisschen kräftezehrend, ne? Vor allem, wenn das dann auch nicht aufhört, wenn man irgendwie denkt, okay, jetzt ist vielleicht mal Schlafenszeit, dann ist dann auch noch trotzdem so, dass man nicht allein im Bett liegt oder so, ne? Das ist manchmal dann einfach ein bisschen heftig, aber es ist normal, das weiß ich auch wohl. Ich habe da auch mit vielen Freunden drüber gesprochen und die haben mir alle gesagt, Claudi, alles normal, alles ist gut. Wenn er so viele Zellen auf einmal kriegt, dann ist es gut, dann kommt das geballt und dann hast du nicht das Problem, dass das sechsmal kommt. Yay. Ja, das ist halt auch irgendwie positiv und ich freue mich drauf, wenn er dann halt auch irgendwie irgendwann mal anfängt, ein bisschen mehr zu erzählen, vielleicht auch irgendwann mal sagen kann, was er genau hat. Und man da einfach sich nicht so hilflos in Anführungsstrichen fühlt. Ne? Ich meine, ich bin nicht hilflos. Ich habe ja auch meinen Freund, ich habe meine Familie. Ich bin ja nicht alleine. Ne? Und das ist halt eben auch mein Glück, dass mein Freund und ich das mit der ganzen Erziehung und auch mit um Julius kümmern und so, wir teilen uns das super auf. Das ist von Make-up Obsession Hydra Burst, das Hydrating Fixing Mist. Das hatte ich in so einer Mystery Bag mal drin. Ja. Angenehmer Sprühnebel, kann man definitiv machen. Riecht aber nicht so geil. So, ne? Also, nö. Ja, und ja, dann hast du auch noch Situationen, dass hier auf einmal Gewitter kommt. Und ich erzähle es euch, okay. Also, ich habe es auf Instagram auch schon erzählt und ich glaube auch in einem YouTube-Video auch so angerissen. Ich war hier oben mit Sammy am Film von Kylie Jenner, habe ich hier das Translucent Powder und habe einen Podcast gemacht, weil die Ehrenbürger und Ratsmitglieder bekommen ja
immer von mir am Mittwoch ein Teil, ja, ein Podcast, und da lese ich aktuell Sammy endlich ankommt vor. Und ja, da saß ich dann hier oben mit Sammy und draußen war schon Weltuntergangsstimmung, ne? Da habe ich mir auch schon gedacht, hey, Denai, was los, ey? Gut, dass ich hier mit Sammy bin, weil der das eigentlich total toll findet, wenn wir dann zusammen drehen und so. Und ja, war eigentlich auch so. Aber dann knallte und donnerte und boah, war richtig draußen Party on, ich sag's euch. Und da war Sammy dann schon ein bisschen, Und irgendwann hat er sich gedacht, ich gehe da mal runter. Und da habe ich mir gedacht, ja, ist ja nicht schlimm, ne? Also der kann ja nirgendwo hin. Und der wird ja auch wohl nicht rausgehen bei dem Wetter. Pustekuchen. Schatzi hatte in dem Moment wohl sich überlegt gehabt, den Anhänger reinzuholen, weil er irgendwie Grünabfall oder sonst irgendwas weggebracht oder Baukram, ich weiß es nicht. Ja, das heißt, stand alles unten offen und dann ist Sammy abgehauen. Leute, 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 der kleine Mr. Wow, der war 3 Stunden weg. Wir sind durch den strömenden Regen gelaufen, haben den gesucht wie die Bekloppten. Und ich war so fertig. Ich habe dann auch meine Schwiegermama in Spee angerufen. Die ist dann vorbeigekommen, hat auf Julius aufgepasst, weil war ja auch spät und so. Und Julius war eigentlich auch schon am Schlafen. Der ist auch nicht wach geworden, der hat geschlafen. Das war auch gut so. Und nee, ich kann andere Pinsel nehmen. Ich habe welche von Ateco, den, ne? Mal gucken. Und das hier ist das Maybelline Matte & Poreless Fit Me Powder. Auf jeden Fall ist die dann vorbeigekommen und ihr Mann dann auch später. Und die haben dann quasi aufs Haus und auf Julius aufgepasst, während wir dann durch die Gegend gelaufen sind. Und ja, boah. Irgendwann hatte dann, also wir haben auch immer die ganzen Fußgänger angesprochen und denen gesagt, oh, wenn ihr da einen weißen Hund seht, ne? Ich meine, viele kennen uns ja, aber ja. Dann hier bei uns, bla bla bla, Adresse gesagt, Name gesagt und so, ne? Ja, klar, wir melden uns und wir halten Ausschau. Und dann hatte Schatzi auch eine getroffen, die sagte, oh ja, oben an der Straße, da hat jemanden einen Hund aufgelesen, vielleicht war das ja der. Und der wurde dann zum Tierarzt gebracht. Und als Schatzi dann mit Sammy wieder nach Hause kam, bekamen wir auch gerade den Anruf von Tasso, so wichtig, Leute. Denn Sammy hatte kein Halsband um, weil zu Hause im Haus hatten wir das bislang noch nicht gemacht, aber jetzt hat er immer eins um. Und da steht seine normale Registrierungsnummer drauf und da steht auch die Tasso-Nummer drauf und so weiter. Tasso könnt ihr kostenlos machen, ne? Da könnt ihr eure Tiere, Hunde und Katzen registrieren. Und ja, wenn dann ein Hund oder eine Katze gefunden wird, dann kann der Chip halt entweder, dass die das halt am Halsband ziehen, dass sie da bei Tasso anrufen können, oder wenn das halt bei einer Stelle, also wenn das bei einer Stelle abgelesen wird, wie zum Beispiel Tierarzt oder so oder Tierschutz, haben die so Auslesegeräte und dann wird denen auch angezeigt, dass das Tier dann bei Tasso registriert ist, sodass sie dann auch dort anrufen und Tasso dann bei dem Besitzer anruft. Ja, da wurde uns dann auch nochmal gesagt, da und da wäre dann der Hund, aber da war Sammy ja schon wieder hier. So ein Wusel, der ist echt unglaublich. In der Farbe 2 habe ich hier den Art Deco Sunkist Bronzing Powder, ne? Oh, der hat mich oft, also wirklich, das ist dann so zu Zeitpunkten, wo du einfach, das kannst du einfach nicht gebrauchen, ne? Du versuchst dann irgendwie Struktur zu haben und irgendwas grätscht dir dann da rein und sagt, nö, heute nicht. Und das war dann an dem Tag Sammy. Oder es ist jetzt so in den letzten Tagen Julius gewesen und oh, das ist schwierig, wenn man halt so ein Mensch ist. Ich bin vom Wesen her relativ stetig, sagt man ja auch, ne? Und das heißt, Veränderungen, bin ich nicht die größte Freundin von, aber ich bin halt kreativ und passe vieles an. Das ist halt so meine Sache, ne? Dass ich das halt so dann auch unter einen Hut bekomme und so weiter. Aber wenn dann solche Sachen mit Wesen, also mit Lebewesen um dich herum passieren, also sowohl Mensch als auch Tier, die dir so, so nahe stehen, die dir so, so wichtig sind, das tut dann echt weh, das ist unangenehm. Und ja, das zieht einen dann auch ein bisschen runter, ne? Naja, was dann auch noch hinzugekommen ist, das war jetzt leider auch noch der Fall, ist, dass bei meiner Oma Brustkrebs diagnostiziert worden ist. Das ist so scheiße, ich sag's euch. Das geht mir gar nicht gut damit. Und da bin ich hier sehr, sehr traurig drüber, zumal mein Opa ist ja vor ziemlich, ja nicht ganz, also der ist vor einem Jahr verstorben, ihr Mann, ne? Und deswegen bin ich ängstlich. Oma ist meine letzte Großmutter, also ich habe keinen Opa sonst mehr und Oma ist meine letzte Oma.
Und Oma hat mich auch mit großgezogen. Die hat mit uns in einem Haus gewohnt und gar keinen Bock drauf. Wirklich nicht. Und da macht man sich halt Gedanken und Sorgen und fragt sich, wie es so wird und versucht dann noch irgendwie so ein bisschen Hoffnung zu generieren, ne? Ja, das ist echt hart, ich sag's euch. Also das ist ein mir sehr, sehr nahestehender Mensch. Jetzt verwende ich auch den Just Glow Powder in der Farbe 4 von Art Deco. Da tut es einem einfach weh, wenn man sieht, dass es diesen Menschen, die einem so nahestehen, nicht gut geht. Ich meine, mir tut es generell weh, wenn ich sehe, dass es Menschen nicht gut geht. Aber wenn es dann halt in meinem direkten Umfeld so nah ist, dann... No. Gar nicht geil. Ja, und deswegen habe ich dann auch einfach oft nicht die Kraft dafür, halt irgendwie eine Story zu machen oder so. Also was ich mache, ist natürlich, dass ich euch über aktuelle Aktionen auf dem Laufenden halte bei Instagram. Ne? Die ganzen Adventskalender, wenn sie online kommen, das poste ich da, dass ihr dann auch Bescheid wisst. Aber ich habe einfach oft sehr, dass ich fokussiert bin und dann einfach so mein Ding versuche durchzuziehen, dass ich halt Videos mache und so, wo ich auch Spaß dran habe. Also wenn ich hier oben sitze, ist es für mich halt wirklich, es ist eine Erleichterung irgendwie. Ne? Ich ziehe mein Ding durch und es macht mir einfach Freude, so kann man das eigentlich sagen. Jetzt habe ich von Benefit das Goofproof Powder, das ist ein, oder Goofproof Brow Powder in der Farbe 2 Warm Golden Blonde. Das ist ein neues Produkt, ne? Das probiere ich jetzt auch das erste Mal aus und da verwende ich auch die neuen Evelyn Augenbrauenpinsel. Die sind sehr, sehr hübsch. Ja, und das ist halt so, wenn man sich so viele Gedanken macht und irgendwie immer mit dem Kopf irgendwo unterwegs ist und so, ne? Es ist manchmal einfach ein bisschen schwierig und deswegen ja, habe ich mich so ein bisschen aus manchen Dingen erstmal zurückgezogen. Ich freue mich immer so auf Highlight-Punkte, die ich mir dann auch im Leben immer wieder setze, dass ich gesagt habe, Mensch, nächste Woche bin ich da mit meinen Mädels unterwegs, wir wollen in eine Freilichtbühne, das heißt bei uns in der Nähe hier eine, und da wird ein Musical aufgeführt und das haben wir einer Freundin geschenkt, beziehungsweise ich habe es noch hier, ich habe den Gutschein leider etwas spät bekommen. Und ja, da wollten wir dann zusammen hin. Und Miami Nights heißt das, glaube ich, das Musical. Ja, darauf freue ich mich. Darauf, ja, da ziehe ich mich dann auch immer wieder hoch, dass ich dann sage, Mensch, ne, das sind Highlight-Punkte, das sind positive Sachen, wo man einfach sagt, gut, man kann auch einfach mal nach vorne blicken und schöne Tage verbringen und man darf halt auch ab und an mal lächeln, auch wenn vielleicht gerade manche Sachen nicht so schön sind, ne? Und ja, da sind meine Freunde auch wirklich echt großartig für mich da und fangen mich auf und bringen mich zum Lächeln und zwingen mich auch manchmal zum Lächeln, was ich sehr charmant von denen finde, weil ja, wenn man so lange befreundet ist, ich bin ja seit 17,5 Jahren mit meinem Freund zusammen und so lange bin ich dort auch im Freundeskreis drin, das heißt, ich kenne ja auch alle schon richtig lange, da hat man schon richtig viel zusammen erlebt und da kennt man sich halt auch sehr gut, ne, ja. Ja, das ist alles so durcheinander bei mir. Das tut mir auch wirklich leid. Also ich versuche halt auch immer irgendwie so für euch das nicht so raushängen zu lassen. Klar, in solchen Videos wie jetzt merkt ihr das, weil ich euch das halt auch ganz ehrlich einfach so mitteile, ne? Und ihr da auch einfach, ja, einen intensiven Blick in meinen Kopf bekommt. Und ja, das finde ich aber auch ganz gut so, ne? Finde ich auch ganz wichtig, weil diese Videos hier werden jetzt ja nicht von super vielen Leuten geguckt. Es wird halt vom harten Kern geguckt und da möchte ich halt einfach gerne auch informieren und euch auf dem Laufenden halten, dass ihr Bescheid wisst und ja, einfach genau Bescheid wisst. Ich glaube, das ist so ganz gut gesagt. Genau. Schönes Augenbrauenpuder, ne? Also ich bin eigentlich nicht so der Ultra-Fan von Augenbrauenpudern. Pudersen? Von Augenbrauenpuder generell? Ah, meine Schwiegermama in Spee ist mit Julius wiedergekommen. Die waren spazieren. Und jetzt höre ich gerade Julius unten. Ihr hört ihn vielleicht auch. Ich habe nämlich hier alle Türen offen, denn es ist irre warm. Und ja, bei solchen Temperaturen Adventskalender zu drehen, das ist echt ein Träumchen. Heute habe ich jetzt keinen hier. Irgendwie ist die Post auch relativ langsam aktuell. Was blöd ist, aber ist halt so. Und ich werde gleich noch eine Box abdrehen, die werdet ihr dann wahrscheinlich schon gesehen haben, die My Little Box. Und mal gucken, was sonst noch so geht. Ja, genau. So viel dazu.
Dann habe ich erstmal mich mega gefreut, wie mein Temu-Video abgegangen ist. Also ich hatte viele wilde Kommentare am Anfang auch bekommen, also auch negative Kommentare. Es war ja keine Kooperation oder so, ne? Also ich habe mir die Produkte ja selber gekauft und trotzdem wurde da halt so richtig gebasht. Und manche Sachen, also konstruktive Kritik konnte ich absolut nachvollziehen und fand ich dann auch in dem Sinne okay, ne? Habe ich auch unterstützt. Aber ja, also eine war da wirklich bei, das, also wer halt in den Kommentaren gelesen hat, hat es auch wahrscheinlich gesehen, die hat da richtig rumgestänkert. Ich glaube, die habe ich mittlerweile sogar blockiert, weil mich das echt genervt hat. Das muss ja nicht sein, ne? Wenn man da einfach nur irgendwie rumstänkert und so und mir da einem vom Pferd erzählt, die hat auch irgendwie geschrieben, dass das Video mega das Desaster gewesen wäre. Und ich habe mir gedacht, hey, warum ist das jetzt ein Desaster? Keine Ahnung. Ich habe ein Video gedreht, hat eigentlich eine ganz positive Bewertung bekommen und letztendlich dann ja auch echt viele Aufrufe, was mich mega gefreut hat. Und ja, aber das ist halt immer so eine Wahrnehmung, die man dann so hat, ne? Verrückt. Dann habe ich hier von BH Cosmetics das Mega Hold Laminate Brow Gel, also dieses Augenbrauen laminieren, ist auch irgendwie so ein Ding aktuell, ne? Das habe ich ja bei Dominique Cosmetics, bei Too Faced gesehen, also das ist echt cool. Mal gucken, ob das hier auch was drauf hat, aber ich muss kurz was trinken. Draußen haben wir es 25 Grad, das ist schon recht warm. Ja, genau, so schaut das aus. So ein Tübchen. Ach, war das nicht so ein Pumpding? Oh, wie mache ich das denn jetzt? Das ist schwierig, ne? Oh, hä? Wie mache ich das denn? Da muss ich jetzt hier mit meinem Spoolie wahrscheinlich reinwursteln, ne? Das ist auch irgendwie unpraktisch, ne? Wahrscheinlich einen anderen Applikator besser nehmen können. Naja, da habe ich jetzt hier auf dem Spoolie und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Irgendwie recht unüberlegt. Aber gut, ja, es ist, wie es ist. Ist, wie es ist. Ich finde das relativ, es sieht aus wie so ein Lippenproduktapplikator, oder? Vor allem, man saut sich ja schon ziemlich damit ein. Dann drehe ich hier so diesen Spoolie drin rum. Ja, läuft. Ja. Entschuldigung. Meine Schwiegermama in Spiel macht da unten gerade richtig Blödsinn mit Julius und ich lieb's einfach. Und das ist halt auch so mein Glück, was ich habe, ne? Also, dass Schatzi und ich so spät halt erst Eltern geworden sind, kommt uns da jetzt wirklich zugute. Denn viele unserer Elternteile sind halt auch entweder schon in Rente oder gehen jetzt bald in Rente. Und das hilft uns, ne? Also die sind halt auch gerne hier und unterstützen uns einfach und ja. Finde ich cool. So, jetzt verwende ich hier die Luxury Palette of Pearls oder Palette of Pearls von Charlotte Tilbury. Das ist diese hier. Die war in dieser Mystery Box drin. Celestial Pearl ist da die Farbbezeichnung. Ja, Sammy ist neugierig und geht auch runter. Das sind nur Schimmertöne, deswegen ist es jetzt wahrscheinlich relativ unspektakulär. Die schaut so aus. Richtig schön. Und das sind im Prinzip alles ja, irgendwelche Topper oder Schimmertöne. Wunderschön, ne? Keine Frage. Aber kann man jetzt relativ. Wieder angegriffen von einer Folie. Ja, kann man relativ schlecht solo verwenden. Deswegen ich mir jetzt erstmal den Bronzer in die Lidfalte setzen werde. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie seid ihr so? Seid ihr strukturierte Menschen? Seid ihr ich lebe in den Tag Menschen? Lasst ihr euch von Veränderungen im Leben aus der Bahn werfen? Oder zieht ihr dann einfach euer Ding durch und sagt, nö, also das hat mich jetzt nicht so berührt, nicht so tangiert. Das würde mich auch mal interessieren. Also ich bin halt wirklich, ich muss mich dann immer erst so einen Moment tatsächlich sammeln und je nachdem, was vorgefallen ist, kann ich da auch drauf reagieren. Manchmal fühle ich mich halt auch so gelähmt. Also wenn das jetzt so wie bei meiner Oma ist, ne, dann bin ich halt wie gelähmt, dass ich erst auch gar nicht wirklich emotional werden kann, sondern ich versuche zu funktionieren. Ich versuche dann erstmal das zu verstehen auch ein Stück weit. Dann warte ich auch ab, wie die Intensität ist. Also wie sehr ist es jetzt gerade ernst? Wie ernst ist es? Ne? Was ist jetzt hier überhaupt gerade passiert? Also ich versuche es halt erstmal, dass ich versuche klarzukommen und nicht direkt den Kopf in den Sand stecke. Aber in dem Moment, wo ich dann gelähmt bin, fällt es mir schwer, dann auch irgendwie zu agieren, ne? Wenn ich Druck habe, also wenn
oder Zeitdruck oder keine Ahnung, Termindruck und so, dann kann ich super funktionieren. Das ist überhaupt kein Problem für mich. Also gerade jetzt in diesem Segment hier, also dass ich hier auch in meiner Selbstständigkeit bin und ja auch dem nachgehen kann, was mich glücklich macht, macht es mir Spaß und das mag ich auch. Ne? Wenn ich weiß, oh je, super schnell, du musst jetzt hier drehen und hochladen und schneiden und machen und tun, geil, liebe ich, da funktioniere ich super. Aber wenn es halt etwas Emotionales ist, dann geht es mir dann meistens nicht ganz so gut damit. Ja, und dann fällt es mir manchmal etwas schwer. Manchmal. Auch manchmal öfters. So, ich nehme jetzt den Ton hier unten und trage mir den auf mein Lied auf. Ja, das ist halt wirklich eher so eine Alltagspalette, was ich jetzt aber auch gerade gar nicht so schlimm finde. Dann nehme ich mir den dunkleren Ton hier und setze mir den nach außen. Oh, der ist aber intensiv. Der ist schön. Das gefällt mir. Für mal eben schnell, ne? Kann ich mir das auch gut vorstellen, dass du das als so eine Art Reisepalette oder sowas auch verwenden könntest. Ich glaube, ich sollte euch auch mal eben ein bisschen eher näher ranholen, oder? Ups. So, dann seht ihr nämlich auch ein bisschen mehr was davon. Dann intensiviere ich das hier vorne. Echt eine schöne Palette. Ja. Ne? Dezenter Look, aber schöner Look. Ich weiß jetzt nicht, was das hier für ein Ton ist. Oh Gott. Der hier mit den Sternchen drauf, der ist wie nass. Den möchte ich, oh ja. Nochmal hier so auf die Mitte setzen. Der ist ja krass. Der schimmert auch so Gold und Rosé. Der ist toll. Das mag ich wohl leiden. Ja, und so einfach kann man dann halt auch mit ein paar Tönen sich einen Look zaubern, der dann 1A auch für den Alltag geeignet ist, ne? Finde ich auch ganz schön. Ich bin ja auch gerne so ein bunter Vogel und schmink mir auch sehr, sehr auffällige Looks gerne mal im Alltag, ne? Also wenn ich auch einfach nur so einkaufen gehe oder so. Das ist echt fancy. Oh, ich gehe auch ungeschminkt, da bin ich ja gar nicht so, ne? Aber manchmal ist mir einfach danach. Das ist dann so mein kreativer Erguss, den ich dann einfach in dem Moment brauche. Und das tut mir auch ganz gut. Dann sitze ich hier, schmink mich. Manchmal läuft die Kamera mit, manchmal nicht, ne? Ja. Etwas, was ich auf jeden Fall in Bezug auf Freundschaft auch noch erzählen wollte, ist, dass ich jetzt ja auch auf dem Rossmann und Riva Loves Me Event war und so tolle Leute zum einen dort wieder getroffen habe, wie zum Beispiel Sarah Isabel und Danny und Maxim, was ich so schön fand und was ich einfach so genossen habe. Aber auch neue Leute kennengelernt habe, wie Özlem zum Beispiel, die habe ich ja vorher noch nie in live getroffen. Oder auch Kati, Contra Junkie, ne? Das war so toll, da einfach mal die Menschen auch ja ohne Kamera und ohne Tüdelü, so, ne? Zu treffen und das fand ich total schön und das mag ich einfach in der Hinsicht, also dass ich halt hier auch in diesem Bereich, also bei YouTube, ne, bei Social Media, auch Kolleginnen und Kollegen habe, das ist echt toll. Dann habe ich hier von Charlotte Tilbury Rock'n'Cool Iconic Liquid Pencil, das ist dieser hier, in der Farbe Bedroom Black, der war auch bei dieser Charlotte Tilbury Mystery Box mit dabei. Oh, der ist richtig schwarz, ne? Mal gucken, vielleicht kann ich mir damit auch ein bisschen einen Eyeliner basteln. Und auch wenn Julius, ich muss gerade an Julius denken, weil der gerade unten vor sich hingiggelt, ne? Mir manche Nacht raubt, so macht er das immer wieder wett mit seinem Lächeln. Das sagen ja alle, ne? Aber das ist wirklich so total crazy. Naja. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass ich hier Kolleginnen und Kollegen habe, mit denen ich mich auch austauschen kann und wo du halt nicht dieses Haifischbecken hast oder so. Also das habe ich halt auch schon erlebt, dass es dieses Haifischbecken hier gibt. Also dass es wirklich auch manche Creator gibt, wo man denkt, mit denen will es jetzt nicht so viel zu tun haben, aber doch die meisten, die sind wirklich ganz gut drauf. Mit denen kannst du super quatschen und auch sehr innig, ne? Also das ist halt auch überhaupt nicht so mit Vorurteilen oder sonst irgendwas. Es ist so freundlich und deswegen bin ich einfach dankbar, dass ich das hier machen darf. Das ist nicht selbstverständlich. Es macht mir jeden Tag wirklich Freude, aufzustehen,
mich an meinen PC zu setzen, meine E-Mails zu lesen, im Internet nach Neuheiten zu suchen, die Neuheiten zu verwenden, zu testen, mit euch darüber zu quatschen und so, ne? Das ist toll, das ist wirklich toll. Ich weiß nicht, wie lange man das hier so machen kann, wie lange das Ganze hier so auch aufrechterhalten bleibt. Also dieses ganze Social Media, Beauty und so weiter, ne? Das muss man einfach mal gucken. Aber solange, wie ich das hier machen kann, mache ich das. Und das erfüllt mich, ne? Das macht mir wirklich Freude. Ich habe ja auch immer gesagt, also ich habe einen Beruf gelernt, ganz klassisch Industriekauffrau. Ich habe 10 Jahre in dem Beruf gearbeitet, habe Berufserfahrung in Vertrieb und Marketing gesammelt und das führe ich jetzt im Prinzip fort. Ne? Also es ist nach wie vor Vertrieb, es ist nach wie vor Marketing, nur halt noch intensiver, weil ja, es ist halt auf der Selbstständigkeitsbasis. Und ich habe jetzt zum Beispiel gestern auch einen zukünftigen Kollegen beraten, der wohnt hier ganz in der Nähe von mir. Den habe ich kennengelernt auf der Rosenhochzeit von Freunden von uns und ja, der will jetzt in dem Bereich Social Media intensiver durchstarten, also vor allem YouTube. Und der hatte, ich glaube auf Twitter ist das, genau, da hat er schon richtig eine große Followerschaft, aber der möchte jetzt halt auch auf YouTube was machen, also auch wirklich mit Film und Ton. Und da war ich dann bei ihm und dann haben wir uns das Setting angeguckt und habe ich ihm so Tipps gegeben, auch zum Schneideprogramm und so weiter. Und ja, ich bin da jetzt zwar kein ultimativer Pro oder so drin, ne? Ich habe mich da ja auch nach und nach reingefuchst, aber da konnte ich ihm einfach so ein paar Tipps auch mitgeben. Und das hat mir echt Freude bereitet und da habe ich auch gedacht, ich könnte natürlich auch irgendwann mal, wenn ich denke, vor der Kamera möchte ich nicht mehr ausschließlich sein, könnte ich mir auch vorstellen, dass ich halt vielleicht auch hinter der Kamera ein bisschen was mache. Also, dass ich dann vielleicht Firmen berate oder so. Muss ich mal gucken. Also, es war damals auch so, als ich noch bei der Firma gearbeitet habe, wo ich vor 2 Jahren gekündigt habe, dass ich gedacht hatte, naja, vielleicht kann man dort auch den Bereich Social Media aufbauen. Das ist immer schwierig, ne, wenn es halt eine Firma ist, die vielleicht ein paar Jährchen älter ist und auch halt die Führungskräfte. Denn die sind da nicht so firm drin und verkomplizieren halt vieles. Und dann macht das meistens recht wenig Sinn, sowas intern zu vergeben. Also dass halt wirklich ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin das dort im Unternehmen macht. Ja, falsche Richtung. Habe ich euch jetzt angesprüht? Nee, okay. Sondern dass man sich von extern halt jemanden holt. Weil da einfach das Konfliktpotenzial in etwas anderes ist, ne? Und da habe ich mir halt gedacht, naja, vielleicht macht es ja Sinn, dass ich dann mal sowas irgendwann anbiete. Wer weiß, irgendwann mal, ne? Und dass ich dann Firmen vielleicht berate, wie man auf Social Media halt ja was machen kann. Wie man erfolgreich werden kann. Also das ist, ja, vielleicht auch eine ganz gute Geschichte für die Zukunft für mich, ne? Weil ich weiß nicht, wenn ich 50 bin, ob ich hier noch sitze und mit euch bunte Paletten ausprobiere, das wäre mein Traum. Cool wäre es definitiv, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Man muss es einfach mal so auf sich zukommen lassen. Ne? Also ich finde es halt auch generell immer wichtig im Leben, einen Plan B, C, D, E und so weiter irgendwie noch in der Hinterhand zu haben. Und da bin ich einfach froh, dass ich es habe. Und ich habe letztens noch gehört von jemandem, dass die auch Umfragen gemacht haben in der Schule und so und dass da halt super viele gesagt haben, dass die Influencer werden wollen. Leute, lernt was Richtiges. Die Telescopic Mascara, diese goldene habe ich jetzt hier von L'Oreal, die habe ich mir letztens mal geholt. Gibt es jetzt auch in der Drogerie zu kaufen, ne? Sehr fancy. Sehr, sehr fancy. Sehr, sehr fancy. Wie witzig ist das denn? Okay. Also ich bin wirklich der Meinung, Leute, lernt was Vernünftiges, das meine ich auch so, weil man braucht so viel mehr, als sich nur vor die Kamera zu setzen, wenn man hier bei YouTube was macht, ne? Ich sitze ja vielleicht 10% der Zeit hier vor der Kamera, die restliche Zeit sitze ich vor dem Laptop und da erstelle ich Angebote oder schneide Videos, befülle die Infobox. Da muss man sich halt auch mit Programmen auskennen, weil wenn ich so eine Infobox gestalte, also jetzt allein diese hier, die ich jetzt hier mache, ne, da werde ich
mit verschiedenen Plattformen auch diese Links erstellen. Denn es hört sich jetzt total kaufmännisch an, aber das ist ja halt auch einfach die Einnahmequelle, die ich habe. Das, was man auf YouTube verdient, ist die eine Sache. Das, was man mit Kooperationen verdient, eine weitere Sache. Und dann ist es natürlich auch noch so, dass man super viel über diese Affiliate-Links halt auch machen kann. Also da, warum sollte man nicht davon profitieren, dass man einen Link erstellt, also dass ich eine Infobox erstelle und jemand halt sich für Produkt XY interessiert und über den Link bestellt, ne? Das ist halt eine Win-Win-Situation für eine Win-Win-Win. Also ihr habt halt nicht den Aufwand, dass ihr das Produkt raussuchen müsst. Die Firma wird im Prinzip mehr oder weniger beworben, ohne dass sie mit mir eine Kooperation hat. Und ich habe halt die Möglichkeit, da noch eine Einnahmequelle zu generieren. Und da gibt es so viele Plattformen, die sowas anbieten. Und da muss man natürlich sich erstmal durchfuchsen. Was ist ein schwarzes Schaf vielleicht? Also wo sind das halt wirklich nur Plattformen, die im Prinzip einem nichts bringen? Ich hatte auch schon eine Plattform, die mir gesagt hat, dass da irgendwie ein Systemfehler gewesen wäre, weil da so viele über den Link gegangen wären. Da denke ich mir, oh, ihr seid doch alle bekloppt. Also das fand ich unglaublich und Das sind dann halt so die Sachen. Und da muss man sich immer durchfuchsen und gucken. Und dann muss man natürlich auch irgendwann die Rechnung erstellen, um halt auch das Geld zu bekommen. Das ist auch so eine Sache. Also so viele Aspekte, die dieser Beruf dann auch beinhaltet, wo es eben nicht nur ist, ich setze mich vor die Kamera und drehe ein Video, ne? Allein, dass man das Video schneidet, sei es ein TikTok, sei es ein Reel, sei es ein Short oder ein Video, das ist Zeitaufwand, ne? Und ich habe das 3 Jahre nebenberuflich gemacht, neben meinem 40-Stunden-Job. Das war schon hart, ne? Also da habe ich sehr viel Zeit investiert, hatte teilweise echt verrückte Zeiten, aber es waren sehr, sehr schöne Zeiten und sind es nach wie vor. Also es ist für mich halt immer wieder was Positives gewesen. Also ich habe mich immer wieder aufgefangen gefühlt, weil ich mich auch endlich verstanden gefühlt habe von euch, ne? Und das war halt echt schön. Weil ich mir so meinen ganz eigenen Rückzugsort generieren konnte von meinem Alltag. Und das hat mir gut getan. Wirklich, wirklich gut getan. Und deswegen habe ich auch nicht aufgehört, das hier zu machen. Ich habe einfach weitergemacht. Immer weitermachen. Das ist auch immer das, was ich allen mit auf den Weg gebe, die Bock haben auf Social Media, ne? Nicht davon abschrecken lassen, dass es vielleicht anfangs mal holprig laufen kann oder auch zwischendurch, ne? Das ist manchmal auch einfach nicht so läuft wie erwartet, dass du ein Video drehst, wo du richtig viel Zeit und oder Geld investierst und dann hat das Video fast keine Reichweite und du denkst dir, warum? Was ist hier passiert? Ne? Einfach weitermachen. Es kann passieren, dass das Video irgendwann dann doch geklickt wird und geschaut wird. Es kann aber auch sein, dass es einfach gerade nicht das ist, was interessant ist. Einfach weitermachen, andere Themen ausprobieren. Bei mir ist es halt andere Produkte ausprobieren, klar. Aber ich habe natürlich auch verschiedene Formate, wo ich dann halt auch immer wieder schaue und auch tatsächlich das ein oder andere Mal teste. Wobei ich da jetzt ja auch meinen Claudis Bunte Welt-Kanal ganz gut habe, wo ich mich auch echt drüber freue, dass der entstanden ist durch diese ganze Hack-Geschichte. Und ja, genau, vom Hack habe ich euch gar nicht so viel erzählt jetzt, ne, was dann noch so gewesen ist. Wundervoll. Also da hat, wie gesagt, jemand, habe ich das gesagt? Ich weiß es nicht. Jemand hat irgendwie auf jeden Fall eins meiner wirklich sehr vielen Passwörter herausgefunden und dann bei vielen verschiedenen Plattformen sich eben versucht, mit dieser E-Mail-Adresse und dem Passwort einzuloggen. Bei der einen oder anderen hatte es dann funktioniert, bei den meisten nicht. Und in den meisten Fällen habe ich dann tatsächlich von der Homepage selber auch so Sicherheitswarnungen bekommen. Und weil ich halt so 2-Faktor-Authentifizierung habe mit zum Beispiel der Authentificator-App, müsst ihr euch wahrscheinlich auch was sagen, ne? Ist ja mittlerweile auch relativ verbreitet. Oder, das fand ich auch ganz interessant, manche Website-Betreiber weisen einen dann darauf hin, dass ein Teil des Passwortes oder ein Passwort, was irgendwann mal verwendet worden ist, versucht worden ist zu verwenden. Auch total crazy. Also das ist halt echt aufregend und da war ich echt super pisst. Denn ich hatte zu dem Zeitpunkt, wo der versucht hatte, mein Facebook zu hacken, gerade ein sehr schreiendes Kind auf dem Arm, was echt Schmerzen hatte. Und dann hat irgendein
Vogel versucht, mein Facebook zu hacken. Da habe ich mir gedacht, hast du keine anderen Hobbys? Ganz ehrlich, junger Mann oder junge Frau oder wer auch immer du bist. Oh, da hatte ich echt, ich war so sauer. Und dann hat Schatzi halt Julius übernommen und sich um ihn gekümmert, während ich dann da mein ganzes Gedönsen da auf links gedreht habe und dann nochmal alles noch sicherer gemacht habe und noch mehr und noch andere Passwörter und hast dann nicht gesehen. Oh, ich war so angenervt. Es war halt mitten in der Nacht, ne? Muss das denn sein? Ja. Und kann ich euch nur empfehlen, da ist jetzt gerade jemand im Umlauf oder wie auch immer, da sind mehrere Leute im Umlauf, die uns allen echt ans Bein pinkeln wollen. Wir sollten zurückschmeißen mit unserer Kacke. Was auch gut so ist, ne? Erstmal einen Schluck hier. Naja, aber das sind dann halt so die Nebenschauplätze, die einem einfach nur auf den Keks gehen. Ich habe von Max Factor in der Farbe 005 Brown Nude hier einen Lip Liner. Und kurz vor knapp haut mir hier auch noch der Akku ab. Was ist da denn hier? Ja, nach meinem Google-Hack-Video habe ich übrigens auch mehrere Nachrichten bekommen von Leuten, die ebenfalls gehackt wurden. Auch echt große YouTuber. Von Charlotte Tilbury habe ich jetzt in der Farbe Catwalking, so ein soft, matt, was auch immer, Lippendingenskirchen, die halt mein Video gesehen haben und dann nochmal so um Hilfe gefragt hatten und so. Das ist auch krass, ne? Also es hört nicht auf. Genau die gleiche Geschichte wie bei mir. Echt krass. Und dieser Lippenstift passt mega zu dem Lip Liner. Also, falls ihr ein günstiges Dupe haben möchtet, zu dem Lippenstift holt euch den Lip Liner. Krass. Passt. Mega. Mhm. Schöne Farbe, ne? Mag ich wohl leiden. Ich gebe mir aber drüber tatsächlich noch ein bisschen Gloss von L'Oreal, habe ich hier zugeschickt bekommen in der Farbe Ice Horror. Diesen Gloss. Den, oh, der riecht angenehm. Bisschen nach Kaugummi, ne? Und den tupfe ich mir hier so drauf. Aber bevor ich mit dem Applikator, wo ja auch Lippenprodukt ist, wieder reingehe, mache ich den so ein bisschen an dem Tuch hier neben mir sauber. Das ist auch so ein Tipp, dann macht ihr die Lippenprodukte nämlich nicht so schäbig. Oh, der ist kühl. Der hat einen Plumping-Effekt, aber in kühl. Oh, guckt euch mal an. Das sieht gelb, nicht gelb, Quatsch. Weiß aus. Krass. Hammer. Also weiße Zähne, ne? Mag ich. Ja. Dann kommt jetzt noch ein bisschen Schmuck um. Da habe ich hier, ich glaube, das müssten Ohrringe sein von Meinpunkt. Da bekommt ihr mit Claudi223 immer die Versandkosten für Umme. Und für mich ist es halt Affiliated. Das heißt, ne? Ich bekomme eine Provision, wenn ihr darüber bestellen solltet. Weltweit bekommt ihr sogar die Versandkosten frei. Das finde ich ganz cool. Also egal von wo. Ob aus Deutschland, aus Timbuktu, aus keine Ahnung, kriegt ihr dann quasi das Ganze versandkostenfrei geliefert. Und ja, meine Ohren sehen echt immer rot aus, ne? Ich weiß auch nicht warum. Die haben einfach eine ganz andere Durchblutung als mein Körper. Ja, als mein Gesicht halt auch, ne? Nee, Kette lasse ich umweg. Das mache ich jetzt einfach so, finde ich ganz nice. Unten habe ich meine Ringe. Ja, Haare. Genau, die könnte ich jetzt vielleicht auch mal ein bisschen aufmachen. Ich war auch beim Friseur, ne? Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Das war auch echt krass. War teuer, aber die haben mal wieder ordentlich was reingebracht hier an Schnitt. Das hat mir ganz gut gefallen. Ne? Ja, die Wellen kommen jetzt vom Haargummi, aber an und für sich habe ich wieder richtig schön gesunde Haare. Egal, Labarababa, das war's jetzt hier von mir. Ja, es war chaotisch, aber so ist es halt aktuell auch bei mir. Und ich wollte euch das einfach mal so ein bisschen mitteilen, was gerade so bei mir geht. Und vielleicht habt ihr einfach auch die Möglichkeit gehabt, ein bisschen abzuschalten, falls es bei euch auch ein bisschen drunter und drüber geht. Es ist gerade einfach eine verrückte Zeit. Das kann ich nicht anders sagen. Ich glaube, das geht vielen so, oder? Ja, ich hoffe, dass es euch hier gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.